Hey, ihr es euch selber machen, ein Internetmenschen. Heute zeige ich euch, wie ihr aus nur einem einzigen Leimholzbrett für 14,99 € einen Hühnerfutterautomaten selber bauen könnt. Und zwar dieses prachtvolle Exemplar hier. Der gesamte Automat ist nur aus einem einzigen Stück Leimholz gefertigt. Die Maße sind 50 x 2 Meter. Und ich zeige euch jetzt, wie ich es gemacht habe. Das war der aufregende Teil. Jetzt heißt es zusammenschrauben. Ich denke, ich lasse da jetzt so einen 5 cm Spalt, weil es muss ja immer genug nachrieseln können, und hier unten 4,5 cm Spalt. Ich probiere das mal aus, deswegen mache ich es ja jetzt schon, bevor wir in den Urlaub gehen, damit ich sehen kann, ob das funktioniert und ob die da dann genug zu futtern haben. Ich habe jetzt noch die Schräge einmal fixiert, weil ich noch nicht weiß, hier mit einer Schraube, weil ich nicht genau weiß, ob das Endmaß sein wird, sodass ich es noch ein bisschen verstellen kann. Deswegen habe ich es auch hier oben noch nicht abgeschnitten, um eben Erfahrungswerte zu sammeln, ob man es noch weiter runterschieben muss. So, man könnte den Deckel jetzt mit Scharnieren festmachen, das mache ich aber nicht. Ich glaube, ich mache lediglich hier noch einen Klotz hin und da einen Klotz hin. Nämlich von dem Stück, was ich da abgesägt hatte, dieses da. Und dann hat man nahezu das ganze Brett benutzt, oder sogar das ganze Brett. So, und jetzt befestige ich noch den Deckel da drauf. Und da habe ich mir gedacht, die Dinger passen so gut da rein. Dann lege ich mir die einfach hier drauf. Okay, das passt schon wieder nicht mehr so gut, aber ich lege die mir hier rein, lege jetzt den Deckel drauf und dann schraube ich. Jetzt schraube ich einfach von oben rein. Drück 17 mit Anlauf. Cool. Jetzt muss er nur noch funktionieren.
Also, Deckel hier drin, kommt das Hühnerfutter rein. Da bin ich jetzt mal richtig gespannt und das probiere ich auch gleich aus. Aber das machen wir dort, wo es heller ist. Warte. Stell ich mir mal vor, ich wäre so ein Huhn. Pick, pick. Wir müssen dann schon richtig hier so pick, pick machen, dass es rauspurzelt. Ich biete es denen jetzt einfach mal an, als Alternative zu ihrer Futterrinne. Und dann gucke ich ja, bis wir gehen, ob die es geschnallt haben. Und dann wäre noch interessant, wie viel in der Größe da jetzt an Futter reinpasst. Das war's. Ich habe den Futterautomat jetzt seit 6 Tagen in Betrieb und er funktioniert tadellos. Es ist sogar besser, als ich gedacht habe. Ich dachte, die schmeißen das ganze Futter raus, weil die Hühner immer so wild picken. Aber das ist nicht der Fall. Es ist kaum was vorne dran. Und es gab auch keine Reibereien an dem Automaten. Gegebenenfalls, wenn man mehr Hühner hat als wir, sollte man vielleicht darüber nachdenken, entweder einen breiteren zu bauen oder halt 2 davon. Ich glaube, über kurz oder lang werde ich auch noch einen 2. bauen. Aber das ist für jetzt 14,99 €, ein einziges Leimbrett, ein wunderschöner Hühnerfutterautomat. Finde ich gut. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr es auch gut findet und es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und Like und Subscribe, ihr kennt ja das Spiel. Also gut, bis dann. Ciao.